Doppelt hält besser. Das denkt sich US-Präsident Joe Biden und trägt gern zwei Masken übereinander. Die US-amerikanischen Gesundheitsbehörden empfehlen den doppelten Mund-Nasen-Schutz. Doch die Simulationen zweier japanischer Forschungsinstitute zeigen, der Unterschied zwischen einer medizinischen Maske und einer medizinischen Maske, über der eine weitere Maske getragen wird, macht sich kaum bemerkbar. Dazu ließen die Forscher den Fugaku-Supercomputer den Fluss der Viruspartikel analysieren. Das Ergebnis? Ein doppelter Mund-Nasen-Schutz blockiert 89% der Partikel. Ein richtig sitzender medizinischer Mund-Nasen-Schutz 85%, also nur 4% weniger. Kaum überraschend, am wenigsten bringt ein Mund-Nasen-Schutz, der nicht eng anliegt und die Nase nicht bedeckt. Genau deshalb empfiehlt der US-amerikanische Infektionsspezialist Anthony Fauci die Doppelmaske. Die Passform ist besser. Wenn Sie die chirurgische Maske aufsetzen und eine Stoffmaske darüber ziehen, sind die Bereiche, wo etwas Aerosol eindringen kann, besser angepasst. Und da sind sich Fauci und die japanischen Forscher wieder einig. Am wichtigsten ist, dass der Mund-Nasen-Schutz richtig getragen wird, eng anliegt und gut sitzt.